Zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin schon wieder fertig mit der Welt, fertig mit den Nerven. Die Fahrt hat so geschlaucht, alles hat geschlaucht. Die Polizei hat einen geschlaucht, die ging einen auf den Sack. Die haben gedacht, ich habe das Auto geklaut und stehe unter Drogen. Lauter so Zeugs. Dann die Fahrradfahrer in Erfurt, die nerven auch komplett. Aber zum Anfang zurück. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin also momentan in Erfurt unterwegs und deswegen kam auch gestern kein Stream. Montag eigentlich ja immer Stream, gestern kam kein Stream. Guckt mal, was ich da auf dem Kopf habe, ist es nicht lustig? Und jetzt ist den ganzen Tag schon alles verkackt. Ich bin rum, wollte die drei Lieder machen unterwegs, also die drei Rocket, Team Go Rocket Lieder. Hab gedacht, nehme ich mit, mache ich da und da und da was. Das Wetter ist so saumäßig, es ist so windig. So bitterkalt und windig und eklig, es rauscht auf der Kamera extrem, es ist richtig kacke. Dann habe ich gesehen, bei dem einen Lieder habe ich die Aufnahme vom Handy gestartet, aber die Kamera hat nicht aufgenommen. Beim nächsten habe ich gesehen, die Kamera hat aufgenommen, aber ich habe die Aufnahme von dem Rocket-Lieder nicht. Es geht also alles drunter und drüber, alles quer und bunt und schief. Und jetzt habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, machst es in Ruhe morgen nochmal. Und bin jetzt aber auch erstmal heim und hab gedacht, machst du einfach die Auswertung vom Valentins-Event, hab das schön gefilmt, hab mein, hier, ich hab noch mein Dings abgeholt, mein Stempel heute vom 18., hab da ein Pipi gefangen, hab mich noch richtig gefreut, dass ich eben das Pipi hier gefangen habe, hab noch gezeigt, da aus Erfurt vom 18.02. Hab die ganzen Entwicklungen gemacht, die Shinies entwickelt, die Ausbeute gezeigt. Jetzt ziehe ich die Datei auf den PC und dann steht einfach da, kann nicht abgespielt werden und war auch kaputt. Also heute ist echt der Wurm drin, deswegen muss ich es jetzt einfach nochmal so machen. Heute ist Dienstag. Ganz kurz, heute Abend gibt es wieder eine Pokémon Spotlight Stunde, aber diesmal wird kein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gestellt, sondern es treten allgemein einfach vermehrt viele Pokémon auf und sind mehrere also drin, also ganz willkürlich, alles wird da spawnen. Aber die Leute sind schon wieder am Haten, ich verstehe es nicht, es ist so sinnlos. Ich meine, es wird ein Onix als Spotlight gemacht und alle sagen, Onix ist scheiße, was will ich mit Onix? Dann machen sie Spoink ins Spotlight, alle sagen, boah, da war Onix sogar noch besser, was will ich denn mit Spoink? Es wird ja immer dümmer. Jetzt machen sie kein bestimmtes, machen allgemein das eine Stunde lang immense Spawns aufkommen und die Leute sind wieder unzufrieden und sagen so eine Scheiße, wieso machen sie denn nicht ein bestimmtes Pokémon? Aber wenn sie nächste Woche sagen, sie machen gar nichts, dann heulen ja die Leute auch wieder rum. Wo ist denn die Spotlight-Stunde? Sind die bescheuert? Aber es gab ein Leben vor der Spotlight-Stunde, da hat kein Hahn danach gekräht. Und seitdem die da ist, wird sich nur drüber aufgeregt. Wenn die nicht mehr da wäre, wäre alles wieder vor. Aber dann wird es ja heißen, es fehlt was und die kriegen es nicht gebacken oder irgendwas. Also ich verstehe es nicht, warum die Leute immer nur am Haten und Machen und Tun sind. Heute also wieder Spotlight-Stunde von 18 bis 19 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe es, das Video irgendwo hochzuladen. Ich will trotzdem mal kurz ein bisschen was zum Halloween-Event zeigen. Ihr wisst, ganz fresh war natürlich Libiskus. Das saß überall rum. Da hätte man sich ein dickes Shiny gönnen können. Ich habe keins bekommen, habe aber auch nicht wirklich nach Libiskus geguckt. Hab aber eins noch vom 16.02.2018. Habt ihr auch einen Shiny Libiskus? Schreibt es mal in die Kommentare. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann, was neu ins Spiel kam, was richtig hässlich aussieht, meiner Meinung nach, also damit kann ich gar nichts anfangen, ist der alte Opa von Libiskus, nämlich das Marmolita. Findet ihr das süß? Ist das hübsch? Weiß ich nicht. Ich finde das komisch, ich mag das nicht. Habe ich aber auch ein paar mitgenommen. Neuer Pokédex-Eintrag natürlich hier. Was auch ganz neu war, war das Ohrdoch. Da habe ich sogar jetzt hier eins mit genau 1500 WP. Ob das was in der Superliga kann? Und ihr wusstet ja, das hat eine erhöhte Sternenstaubanzahl gehabt. Also wenn ihr da eins gefangen habt, habt ihr, glaube ich, immer 2000 Sternenstaub für ein Ohrdoch bekommen, was natürlich richtig heftig ist. Habt ihr auch ein Ohrdoch gefangen? Die waren doch etwas seltener. Dann schreibt es mal in die Kommentare und vor allem,
Benjamin, schreib du mal rein, ob das was Gutes ist, ob man da was in der Superliga mit reißen kann. Das ist zwar hier nur Typ normal, kann ein paar Psycho-Attacken, aber manche haben gesagt, das wäre ein Tank. Ist es ein Tank? Ich weiß nicht, ich kenne das Pokémon nicht. Da haben wir auf jeden Fall ein paar mitgenommen. Dann ganz wichtig, der Schlurp-Raid Day war ja da. Ich habe also drei Shiny Schlurp bekommen, die wollte ich dann heute entwickeln. Eigentlich habe ich gesagt, ich will das höchste Schlurp entwickeln mit 1003. Das ist ein 96er, 15, 15, 13. Aber ich finde, es sieht eigentlich richtig genial aus, wenn das über 1000 WP hat. Deshalb habe ich das zweithöchste entwickelt, was ja leider die Datei kaputt ist und man nicht mehr angucken kann. Habt ihr hier also jetzt ein Schlurpleck? Was ich auch wieder richtig hässlich finde. Ich finde Schlurp richtig genial. Die haben zwar beide dieselbe Farbe, was schon mal cool ist. Trotzdem finde ich das Design von Schlurp ist einfach unübertroffen. Einfach immer noch ein Instant Classic. Den nimmt man gerne mit. Den lässt man so, wie er ist. Dann haben wir noch, das musste ich eben auch entwickeln, was auch wichtig war, Charnera. Chanera und Hytera. Hytera, Chanera, wie auch immer. Ihr seht auf jeden Fall hier das Shiny Chanera, was auf jeden Fall anders aussieht durch diese grünen Ansätze. Das habe ich aber von der Angelina Vio bekommen. Grüße gehen raus. Und dadurch, dass ich das bekommen habe, konnte ich das Höchste entwickeln. Hi, Tai, ach egal. Wir zeigen euch das einfach mal den Unterschied. Das ist ein normales und das ist das Shiny. Das ist doch ein Witz, oder? Dass das einfach nur so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen heller ist. Das ist schon wieder richtig. Hätten sie es einfach auch so grünlich gemacht, dann wäre der Unterschied noch da. Hier aber auf jeden Fall ein Shiny Hytyra. Aber das absolute Highlight vom Valentins-Event war. Oh, wenn ich ein N wegmache und schreibe nur wo, dann kommt auch wohin genau. Nee, wenn ich, wenn ich so mache, kommt wohin genau. Wir brauchen aber kein wohin genau. Wir haben nämlich hier Vonera Normal und Vonera Shiny. Und darauf bin ich besonders stolz. Das ging auch relativ fix. Nicht wie beim Riolu, wo man wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft hat, um noch eins zu brüten. Ich habe das, glaube ich, bei der vierten Eierladung bekommen. Im Video habe ich drei ausgebrütet. Nee, vier. Nach der vierten. Im Video habe ich vier ausgebrütet und in der danach war es das erste Ei, was geschlüpft ist, wo direkt einfach ein Shiny Vonera drin war. Gleich noch am Anfang des Events. Danach hatte ich eigentlich Ruhe, konnte gemütlich chillen. Das hört man auch nicht so oft. Wie gesagt, beim Riolu war es anders. Habt ihr auch Shiny Vonera bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Finde ich auf jeden Fall cool. Jetzt weiß ich, dass mir eigentlich nur die Nilpferde fehlen momentan. Vielleicht sollte ich demnächst auch nochmal eine Shiny-Entwicklungsfolge machen mit Generation 3. 1 und 2 habe ich ja schon komplett gemacht. Die 3 könnte ich noch ein paar entwickeln, dass die Familien vollständig sind. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Die Nilpferde fehlen mir alle noch. Zwei männliche, zwei weibliche. Vonera ist jetzt im Sack. Der Rest ist im Sack vom Valentins-Event. Heute also Spotlight-Stunde und ich glaube, das war es auch schon kurz. Ich wollte heute eigentlich einen 5er-Raid machen, um am Dienstag euch schön einen 5er-Raid aus Erfurt zu präsentieren am Dom. Aber die ganze Zeit, als ich unterwegs war, war kein einziger 5er-Raid da. Ich wollte einen Dom, wie gesagt, machen, aber es war so eklig, es war so kalt, wenig Leute unterwegs, wenn dann nur Fahrräder. Rücksichtslose, ekelhafte Fahrräder, also da kriege ich das Kotzen, wenn ich sehe, wie die hier rumfahren und einfach mal, nur weil sie denken, sie haben jetzt geklingelt, können sie in dich reinfahren oder was? Was soll ich denn machen? Ins Gebüsch springen, auf die Straße hechten? Wenn da einfach zwei Leute aneinander vorbeilaufen, dann können die halt nicht da durchfahren. Dann sollen die halt mal abbremsen. Und dann drum rumfahren, wenn wieder frei ist, aber nicht denken, ich habe ein Fahrrad, ich boxe euch beide weg. Das verstehe ich nicht. Was los ist hier? Also in Erfurt laufen die Dinge anders. In Stuttgart war viel mehr los, aber irgendwie hast du da viel mehr Ruhe gehabt, obwohl alles viel hektischer, größer, lauter, immenser war. Hier ist alles irgendwie leer. Aber wenn mal jemand dir über den Weg läuft, dann nervt er dich auch komplett und das Wetter, wie gesagt, auch richtig kacke. Also, wir hätten wahrscheinlich im Sommer herkommen sollen, wenn alles besser ist.
Wir sind aber gespannt. Wir waren gestern beim Schnitzleressen. Da kommt noch eine Folge auf jeden Fall online. Ramses Kitchen, genau. Noch ein paar Videos aus Erfurt. Ich werde noch ein paar andere Sachen machen. Und das einfach erstmal heute, um das Event abzuschließen, weil alles schiefgelaufen ist, was nur ging. Ich werde mir mal gucken, ob ich im McDonald's irgendwo was finde, wo ich das hochladen kann. Oder mal über Hotspot versuchen mit dem Laptop. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wie fandet ihr das Valentins-Event? Und vor allem, freut ihr euch auf die Spotlight-Stunde heute Abend oder habt ihr auch wieder was zu meckern? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Adi ist nicht da. Das tut mir leid, oder? Vermisst ihr auch den Adi? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.